Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Mirage. Hier bei der Vorlesung des weisen alten Mannes, den wir noch nicht kennen. Oder zumindest glaube ich, dass wir den nicht kennen. Auf jeden Fall suchen wir jetzt erstmal die Dichterin Arib. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie soll irgendwo hier im östlichen Außenhof sein. Ich könnte ja eigentlich einfach mal auf die Karte gucken, ne? Aber warte mal, das heißt... Östlich heißt ja dann hier irgendwo. Das ist ja komplett falsch. Warte mal, muss ich sie doch eigentlich so... Was ist denn da unten? Was ist da unten? Was auch immer da war, jetzt sehe ich es nicht mehr. Ah, der östliche Außenhof. Das ist ja ein richtiges Suchspiel, ey. Wo ist die denn? Was ist jetzt das da drin? Ein alter Mann. Ich weiß aber nicht, ob ich zu dem rein kann. Doch, kann ich. War doch kein alter Mann. Hallo. Das sind eine Menge Bücher. Glaub nicht, dass ich ein Bibliothekar bin. Ich bin Schriftsteller. Viele Bücher hier sind meine eigenen Werke. Ich sammle jedoch auch, das stimmt. Diese Stadt verbirgt noch andere seltene und alte Bände. Solltest du einen solchen finden, bringe ihn hierher. Es wird sich für dich lohnen. Bisher nicht. Vielleicht erleben wir nächstes Mal beide mehr als unnötige Worte und Störungen. Hey, lol. Da ist aber jemand, der nicht... Ja, was ist jetzt das? Was versteckt sich dahinter? Oh, eine Truhe. Ich sollte echt mal mein Zeug verbessern. Ach, hier war ich anscheinend auch noch nicht drin. Ach, jetzt auf einmal sind auch irgendwie alle Türen offen. Okay, aber wo ist denn jetzt die Dame? Ach, da. Da ist diese Dichterin, die Tabith liebt, deren Werke sich stets an unerwarteter Stelle finden. Geist der Sand. Ja. Symmetrie von See und Himmel. Doch nur in deinen Augen treffen sich diese Gefilde. Du kennst mein Werk. Und wer bist du wohl? Ein Freund der Dichtkunst, mehr nicht. Und der Ordnung. Oder besser, des Chaos. Ich kenne nur einen lebenden Dichter, der das Chaos so sehr liebt. Ali ibn Muhammad. Verehrst du seine schlichte Arbeit? Der Wettstreit zwischen euch beiden ist wohl bekannt. Er nährt die Kunst. Ich weiß nicht zu wählen. Höchst diplomatisch. Aber ich lasse mich lieber von diesen lieblichen Blumen inspirieren. Einen guten Tag. Ich jetzt... Einfach nur klingt, als würde die Vorlesung bald beginnen. Ich sollte zurück zum Kahraman. Einfach nur, damit ich kurz mit dir Wörter wechsle. Das war jetzt meine Aufgabe, oder was? Oh. Naja. Ist ja kein Problem. Dann haben wir die auch mal kennengelernt. So, und jetzt auf zur Vorlesung. Verzeihung. Wird Fasil Fahims Vorlesung bald beginnen? In der Tat. Geh hinein, wenn ich bitten darf. Willkommen alle miteinander im Haus der Weisheit, dem Hort des Lernens in Bagdad. Ach, was sage ich, der gesamten Welt. Ich bin Fasil Fahim Al-Kemsa, oberster Gelehrter des Hauses der Weisheit, Weisester der Weisen. Heute werde ich euch mit etwas erschüttern, das nach unerhörter Blasphemie klingt. Seid unbesorgt. Ich mag alt sein, doch mein Verstand ist noch scharf wie Stahl. Heute spreche ich von Mysterien, von Geschöpfen aus vorsinnflutlicher Zeit. Erzählen nicht die alten Propheten von Riesen vor der Flut, die sich von Allah lossagten und falsche Götzen anbeteten? Ist es nicht möglich, dass diese Riesen Wunder schufen,
Werke mit rätselhaften Kräften, die nun verloren sind. Zahra und Hassan sind tot, gerichtet durch einen Attentäter. Wirklich? Said, bitte versteck dich, bis es wieder sicher ist. Verzeiht, gute Leute, aber die Vorlesung ist beendet. Bitte, erkundet doch stattdessen die vielen Kammern im Haus der Weisheit. Ja, perfekt. Du nennst dich den großen Gelehrten, Fassil. Du verbrennst Bücher und hoffst, dass der Rauch deine Verbrechen vertuscht. Wie viele hast du auf deiner Suche nach Wissen geopfert? Wie viele hast du im Namen der Forschung benutzt, verletzt und weggeworfen? Jetzt versteckst du dich im Haus der Weisheit, das du auf Abwege gebracht hast. Doch ich finde dich und übe Gerechtigkeit für jedes Leben, das du für dein großes Werk zerstört hast. Töte den großen Gelehrten Fassil, das Oberhaupt des Ordens in Al-Abisiyat. Leg den Namen Arabisu, womit ein Dämon des alten Mesopotamien gemeint ist. Er wurde nun als Fassil al-Kemsa, der große Gelehrte des Haus der Weisheit, enttarnt. Sei es der unlautere Erwerb kostbarer Bücher oder die Durchführung unheiliger Experimente an Menschen. Er ist ein lebendes Beispiel für verdorbenes Wissen. Das große Symposium hat ihn enthüllt. Nun ist es an der Zeit zuzuschlagen. Suche nach Informationen, um Arabisu Aufenthaltsort herauszufinden. Mal wieder. Es ist wahr. Fassil führt den Orden in Al-Abisiyat. Ich muss ihn zur Strecke bringen. Okay. Moin, Maisie. Torwächter, lass mich durch. Jene, die vor uns kamen, sind? Was redest du denn da? Jene, die vor uns kamen, sind? Ich komme auf dich zurück. Hey, ich muss also eine Parole irgendwo herbekommen. Boom. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Kampf erlaubt. Wie bitte? Du hast das Meisterwerk des großen Gelehrten verloren? Es tut mir leid. Ich wurde von der Anwesenheit der berühmten Dichterin Arib abgelenkt. Vergiss die Dichterin! Wir müssen Fassils Buch finden, sonst sind wir beide tot. Klingt wie ein Teil einer Losung. Ah ja. Bediensteteneingang. Uiuiui, hier darf ich gar nicht rein. Ah, ich bin so nett und gehe trotzdem hier rein. Eine Belobigung. Okay, ich kletter mal lieber da hoch. Ach ja, guck mal, das kann man einfach kaputt machen. Aber was bringt das? Aber hier sind irgendwie auch keine Gegner gerade. Ist hier keiner, weil ich sie beim letzten Mal alle gekillt habe? Das Buch wirkt da fehl am Platze. So hinter einem Pult verkeilt. Eine Geschichte des großen Gelehrten und seiner wunderbaren Reformen für das Haus der Weisheit. Und Fassil Fahim. Ich weiß nicht, ob das richtige Werk ist. Ich weiß es auch nicht. Anweisung des Buchwarts. Buchwart, ich habe nur Anweisung. Achso, okay. Der Buchwart ist doch tot. Oder gibt es mittlerweile einen neuen? Direkt ausgetauscht. Dieser Brief erwähnt einen privaten Lesebalkon. Vielleicht hat jemand das Buch mit dorthin genommen. Huch. Dieses Geräusch. Heißt doch, dass hier irgendwo was zu sehen ist. Da oben. Und Peoples. Aber halt nur oben. Und ich sehe halt immer noch Nahil da unten. Ich glaube, hier finde ich soweit wahrscheinlich nichts mehr. Habe ich jetzt wieder gesehen? Dass es da irgendwie runtergeht. Und da ist ein Zettel.
geschätzter Mentor. Wie soll man denn da runterkommen? Oh. Da ist einfach eine fette Truhe. Quatsch. Kann ich das jetzt öfter lesen? Aber es bringt mir ja nichts. So, wie komme ich jetzt hier weiter oder raus oder so? Jetzt bin ich wahrscheinlich da, wo es nicht weitergeht. Perfekt. Ich will hier doch nur raus. Oh. Ah, hier. Ach, guck mal, da ist was. Ein beeindruckender Band. Geschrieben von Fasil Fahim. Könnte sein Meisterwerk sein. Der Titel lautet: Jene, die vor uns kamen, sind die, die wiederkehren. Das muss es sein. Oh, ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Kampf erlaubt. Ich setze meine Waffen hier am besten nicht ein. Kampf erlaubt. Okay, was ist mit denen hier? Der alte Schwindler Fasil ist untergetaucht. Wie aufregend. Was mag den großen Gelehrten so erschreckt haben? Vielleicht ist dem alten Narren eins seiner vorsinnflutlichen Geschöpfe erschienen. Der Mann ist eine Schande. Aber wohin ist er geflohen? Angeblich gibt es unter dem Haus der Weisheit Geheimgänge. Vielleicht steckt er da unten. Ja, ich hörte, wie auch der Dachgärtner solche Gänge erwähnt. Welch farbenfrohes Detail für meine Verse. Der Gelehrte floh durch geheime Stollen vor eingebildeten Göttern, die ihm an die Kehle wollen. Ja. Lass deinen Blick schweifen. Ja, das ging ja schnell. Das kann nicht alles sein, oder? Anscheinend schon. Na dann. Fangen wir mal wieder an zu klettern. Ich darf hier nicht rennen. Okay, wo komme ich da am besten hoch? Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier hochklettern kann, weil das Spiel ist ja jetzt nicht so nett, was das angeht. Aber hier. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Da. Ich will einfach. Ach, Mann. Als ob ich da nicht hoch kann. Schau dir die Steine an. Das sieht doch danach aus, als könnte man da klettern. Es geht halt nicht. Oh, ich hasse es. Weißt du, weil es das. Ach so, jetzt geht's auf einmal schon. Oder auch nicht. Ach, ich habe keine Ahnung. Es ist so dumm. Bei früheren Spielen war es halt immer so, wenn es so aussah, als könnte man da klettern, dann kann man da auch klettern. Also bei den ganz alten Teilen. Ich weiß ja nicht, wie es bei den neuen immer ist. Ich hab nur ein Messer, ich rast aus. Augenblick! Allah, verschone mich! Ich bin kein Kämpfer. Was? Hey! Alle ins Gebüsch rein. Zack. So, Kollege, was geht? Achso, ich soll ihn beklauen. Der Schlüssel könnte nützlich sein. Aber für was ist der Schlüssel? Verschlossen. Also hier schon wieder nicht. Perfekt. Da vielleicht? Nee. Moin. Ja.
Ich weiß halt nicht, wo ich den Schlüssel einsetzen kann, soll, muss. Lass ich halt nur ein Messer ab. Fuck mich schon wieder so ab. Komm. Ich glaub davon, wenn man mich Memme nennt, Arschloch. Oh! Hallo! Alter! Crazy! Crazy, crazy. Ich weiß nicht, wozu ich den Schlüssel brauche. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Was sind hier drüben irgendwie keine Typis mehr? Soll ich vielleicht wieder runter? Wahrscheinlich schon. Gut. Auf jeden Fall habe ich einen Schlüssel. Das ist ja schon mal. Das ist schon mal was. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. So. Moin. Verzeihung. Ich hörte ein Gerücht über einen versteckten Keller unter dem Haus der Weisheit. Ein versteckter Keller? Soll das ein Scherz sein? Nein, ganz und gar nicht. So ein großes Gebäude hat doch sicher Keller und Untergeschosse, um Bücher und Tinte zu lagern. Ich bin mir keiner solcher Bereiche in diesem Haus bewusst. Vielleicht hilft ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung deiner Erinnerung auf die Sprünge. Sehr großzügig. Morde, Gemetzel und Feuer. Es wird höchste Zeit, dass ich das Haus der Weisheit verlasse. Vater hat ein schönes Teppichgeschäft in Samarra. Er wollte immer, dass ich es weiterführe. Eine kluge Wahl. Nun, gibt es versteckte Keller? Oh ja, natürlich. Bitte verzeih. Jetzt, da du es erwähnst, es gibt eine Luke zum Untergeschoss auf dem nordwestlichen Hof. Danke. Okay, aber die Losung habe ich immer noch nicht. Okay, nordwestlich, wo bin ich denn gerade? Ach, bin ich sogar schon, ja perfekt. Wo soll diese Luke sein? Ja, nordwestlich. So leuchtet das eigentlich so. Luke, Luke, where is the Luke? Ich weiß es halt nicht. Verfickte Kacke, Mann. Nordwestlich. Sieht aus wie ein geheimer Eingang. Ach, das Ding jetzt oder was? Ach ja, guck mal an. Driegeln. Hoppala. Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Jetzt einmal spannend. Oh, moin. Du Hund. Scheiße. Warte mal, ich hab doch noch Rauchbomben. Ah, wie benutzt man die? Es hat mir gegen den Großen geholfen. Aber noch nur gegen ihn. Das ist krass, ey. Aua. Wie aber kurz alles so rot war. Die irgendwie Farbe versprüht. Sich da lang oder war ich vorhin schon richtig? Das sieht eher schon so aus, als wäre das definitiv der Weg. Oh, da ist wieder ein Toter. Und anscheinend werden ein paar Leute gefoltert. Ja gut. Ja gut, ja gut. Sieh dich um und finde Gelegenheiten. Gelegenheiten für was?
Ist er etwa schon dahinter? Ja, aber ich würde sagen, das finden wir erst beim nächsten Mal raus. Deswegen bis dahin, euer Guantanamo. Tschüssi. Ja.